Herzlich willkommen zum Handelfang hier auf der Marsch. Episode 1.3. Ja, wir schauen mal heute, dass wir heute noch ein bisschen in die BGA reinkriegen. Ein paar Wahlen, die jetzt aktuell dazu waren, nicht. Die sind ja, ist ja noch Gras, ne? Wir werden die nehmen von da links. Die sind ja schon poliert. So wie Sauerkraut, ne? Konserviert. Runde haltbar gemacht. So, ist voll. Jetzt fahren wir halt zur. Stellen das hier wieder rein. Dann können wir den LKW auch gleich hier lassen, weil wir müssen öfter mal herfahren. Dann werden wir gleich nochmal den Dünger Steuer nehmen und die restlichen Wiesen noch düngen. Weiß ja nicht genau, ob das nochmal wachsen würde. Wenn das nochmal wächst, wäre das ganz gut. Wenn es zum Beispiel nochmal gedüngt wird, ne? Das sah gut aus, da habe ich noch mehr. Na. 100.000, das ist gut. Das heißt, hier werden wir gut Geld verdienen. Wenn wir immer schön liefern. So, jetzt den Düngersteuer, den wir hier schon mal hatten. Den wollten wir voll machen. Im Hof liegen noch ein paar Paletten rum, die nehmen wir gleich mit. Da werden wir die unsere Wiesen düngen. Wir könnten auch noch die 12 zur Wiese machen, das geht auch noch. Dann haben wir die kleinen mit dem Drescher zu machen, aber nicht viel. Und wir müssen dann auch drauf, was wir entweder Soja oder Sonnenblumen oder gleich Getreidesorten gehen nicht auf Getreide. Dann würde da Verluste einfahren. Wir hoffen, es noch nicht so weit. Müsste dann morgen kommen. Bauerei muss man sehen, wie wir es leisten können. Normal Tour. Wenn die BGH-Einnahmen passen, dann haben wir das erste Mal verrückt. Können wir auch beliefern, ne? Mit dem Weizen mit der ersten Malkrähen. Mahlzeichter und dann gibt es eine Bauerei. Wasserwagen haben wir ja schon, ne? Kurios ist, dass man einen Wasserlieger muss, ne? Heute kriegen sie nochmal einen Zahnarzt. Gut, man könnte das Wasser so kaufen. Das ist richtig, oder? Ne? Soll ich auch tun. Denn, ja, wenn man die Zeit hat, kann man sich fest sparen, aber ich sag mal so, normalerweise Wasser automatisch genommen. Dauer eigentlich dann fast nicht drauf, dann ist gut. Kühe machen sie auch normalerweise, die sehen ja ran an Kränke. Die lernen das ganz früh, dass eine Klappe öffnet, dass das Wasser rauskommt. Also da, das kriegt hier nicht hin. Und so ist eine Brauerei auch so, ne? Angestellte nehmen sich das Wasser ohne Frauen. Ne? Weil jeder Betrieb, der entsteht, und der verursacht Kosten, aber keine Einnahmen. Also so müsste man im Prinzip einstellen. Ein Meister kann man sagen und dann sagen, okay, das läuft die Sache, ne? Dass man Gilde gespielt hat zum Beispiel, das kann er sicherlich
mitreden, weil da kannst du ja mehrere Betriebe führen. Natürlich nicht selber arbeiten. Und wenn du das nicht möchtest, hast du jetzt halt einen Meister ein. Und dann machst du das entsprechend der Einstellung fertig, was er machen soll. Und dann geht das schon automatisch. Und dann muss es viel ausreichen. Zu welchem Preis er verkaufen darf und zu welchem Preis er einkaufen muss. Beziehungsweise aus dem eigenen Lager holen. Ne? Aber das glaube ich geht nicht. Das ist umfangreich. Das ist ja schon ein Spiel extra. Wer ich Wilde kennt, also das ist richtig umfangreich. Es gibt ja mehrere Produktionsweise da. Das ist zum Räuber. Zum Dieb. So. Da düngen wir die restlichen Wiesenfelder. Die würden noch nicht ganz voll machen lassen. Ne? Also. Normalerweise nicht 14.000 mit 3. Obwohl, da fangen wir an bei der 23 oder bei der 21. 21 zuerst machen. Wir machen jetzt die 24 und dann die 25 und die 23. Zurück geht es an. Können wir. Dann machen wir voll. Ja, ja, da hast du ja, ja, klar. Dann nehmen wir auch die 3. 12. Auch Graf einsehen. Weil von der Fruchtfolge ist das jetzt nicht, dass wir ein Gras flöchen müssen, dann noch eine Folge. Da, wenn es geht, noch einmal mähen, jetzt im Herbst. Und ganz im Frühjahr, wenn es nicht kommt, im Herbst Weizen, Gerste und dergleichen. Also eine Getreidesorte. Damit wir unsere Brauerei beschäftigen können, damit die mal arbeiten können, später, wenn wir die haben. Aktuell haben wir noch nicht, aber wenn heute Nacht die Einnahmen kommen von der BGH, dann sehen wir mal. Malzfabrik liefern und dann geht schon. Irgendwie sind wir von der Reihe bestimmt. Und wenn dann die Brauerei läuft, brauchen wir noch nicht können. Verdienen wir genug. Kommt dann sowieso der Winter daher, dann haben wir ein bisschen Zeit. Die Aussaat, das läuft ja ganz gut alleine. Das ist kein Problem. Wir können dann ja noch einen Traktor nehmen, einen zweiten, einen anderen und dann noch bis 12 anfangen. Wir haben noch eine Seemaschine, das ist ja kein Problem. Wir fahren jetzt auf die 24, dann gehen die 25, dann die 23 und dann auf die 21. Dann haben wir die Wiesen alle gedüngt. Falls da was wachsen würde, hoffe ich mal, dass so ist. Dann haben wir noch ein bisschen Einnahmen und dann, und wenn nicht, dann geht es ohne, dann muss es ohne gehen. Dann haben wir halt schon mal gedüngt. Ne? Dann ist halt fertig gedüngt für nächstes Jahr. Ist eigentlich nicht so ideal, weil das natürlich nicht ausgebracht wird. Ne? Also das bleibt nicht im Boden. Ne? Also Düngen mehreren Etappen ist richtig, aber alles einmal letztendlich ist Quatsch. Klar, Gras wächst und würde, wenn man es als gewachsen umflügen würde, auch als Dünger fungieren, ne? Als Naturdünger im Prinzip. So, Düngemodus. Mal löschen. Kursgenerierung 25. 3 Runden. Generieren wir gleich. Und zurück. Da bringen wir gleich richtig Position. Sonst hängt das ja an der Brücke wieder fest. Da können wir unsere Kurve fahren. Aber ich bin im Grunde wirklich froh, dass kurz ist. Weil mit normalen Helfern musst du überall nacharbeiten. Ne? Bei Düngen brauchst du das nicht. Und den bösen Restfahrt dann nicht gemacht wird, der gut ist. So, die beiden arbeiten, waren fertig.
Da nehmen wir mal den, ne? Was soll's. Aber nicht nur so unbewusst auf normaler Reise. Ich müsste mir eigentlich mal einen Platz aussuchen, wo die Gewichte entfernen kann. Ich werde jetzt kein Gewicht dran. Bei der Aussaat macht es noch gehen. Das genügt. Aber weil ich da nur schnell kenne, dann wird man mal. So, die Maschine schnappen und voll zurück. Die Motor ist aufgeregt. Das wird schon größer. Früher alles gerade fertig. Der kann es nämlich gleich wachsen. Und wir haben rechtzeitig Reife zu gehen. Aber, ne? Mal schauen, ne? Gerade wenn wir was nachfüllen, früher jedenfalls. Wir werden richtig voll machen, weil das ist große große Acker. Kein Lust gehabt, die anderen Maschinen abzukoppeln komplett und dann brauchst du hier. Ja, genau. Hat der Typ auch nicht. Hat auch nicht. Kann man entsprechend gleich durchziehen. Zweiter ist hier Nummer 8. Wird schon. Ich juckt halt meine Finger in der Treffen für dies. Ich bin nicht so viel verraten. Die werden immer krasser, die Zombies hier. Die sind frei und brauchen Rahmen. Keine Festung. Also hier nach und nach das Ding verbessern, was man sagt, okay, das ist ja, fehlerhaft, ne? Muss man was tun. Schauen wir mal. Ob wir die nächste Horde. Oh, die brauchen Gewicht. Die brauchen Gewicht. Eier, der Lenkdeckel. Hier waren wir eins. Die brauchen ein Gewicht, das ist. Yes. Das ist aufgefüllt werden. Wer muss aufgefüllt werden? Ja. Überladebahn machen wir jetzt nicht. Dünger, ja. Und nur gucken, wo ein Gewicht hat. Ich glaube, hier in der Halle da oben müssten noch eins herumliegen. Müssten. Da müsste ein Fragezeichen dabei. Und sag ich, wo man einfallen lassen, wo die am besten eben lassen. Zentral. Mal schauen, wie schnell der andere Traktor fährt, aber auch 80 fährt. So rechts, da sehe ich noch kein Gewicht. Ne, da ist die. Warte. Da vorne ist noch ein Gewicht, den grünen, das können wir auch nehmen. Vom Fan damals, das ist extrem laut war. Und bei den Laufstärke und Traktoren bin ich nicht von begeistert. Wenn verschiedene Geräte. Verschiedene
Lautstärke haben. Das ist ungünstig. Den Ton. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid noch gut in der Winkel. Ciao, und man sieht sich dann morgen. 9:20 Uhr. Ich bin morgen früh.